Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück an der Himmelsfest 3.0. So, ich habe keine neue Rüstung gebaut. Sache ist einfach, dass die ganzen Rüstungen, die wir haben, sich nur verbessern, aber dafür fehlt einfach das Material. Ich habe unsere derzeitige Rüstung einfach mal umgetönt, wie ihr seht. So, das ist alles, was ich gemacht habe. Josephine! Es war so erfrischend, wieder mitten im Spiel zu sein. Mein letzter Besuch in Halamshiral war bei Gräfin Letiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Mhm. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Zumindest kann niemand behaupten, der Abend wäre nicht denkwürdig gewesen. Nein, das wohl kaum. Ich muss zugeben, als Selene getötet wurde, war meine erste Reaktion nicht Trauer, sondern Enttäuschung. Wie konnte die Kaiserin von Orlais nur dem Komplott der Herzogin zum Opfer fallen? Trotz all ihrer Macht kann selbst eine Kaiserin nicht alles wissen. Nein, augenscheinlich nicht. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Ich hatte die ganze Zeit über Angst, ich könnte den falschen Löffel benutzen oder irgendeinem General auf die Füße treten. Und das war auch gut so. Weit weniger schwerwiegende Fehltritte haben schon zu Fäden geführt, die sich über ganze Zeitalter erstreckten. Wirklich? Inquisitor, unterschätzt niemals die Feindseligkeit jener, die die Empörung zu einer Tugend erhoben haben. Mal kurz was gucken. Gut. Ja. Ich hatte gehofft, dass ihr hier seid. Wir haben Briefe von Archon Redanus aus Tevinter und König Marcus aus Nevarra erhalten. Dass sich beide Monarchen an uns wenden, ist nahezu einmalig. Ich nehme an, das heißt, dass beide etwas von uns wollen. Genau so ist es. Archon Redanus möchte, dass die Inquisition als neutrale Partei einen Venatori-Kult an der Grenze zwischen Nevarra und Tevinter zerschlägt. König Marcus erbittet dasselbe, verlangt aber, dass wir nicht Tevinter, sondern Nevarra die Treue schwören. Was würdet ihr tun, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Angesichts seiner angespannten Beziehung zu Orlais? Ich würde dem Reich helfen. Es ist schwer, ihre Freundschaft zu gewinnen. Marcus' Tage sind gezählt. Langfristig ist Tevinter die bessere Wahl. Okay. Was für ein Mann ist der König von Nevarra? In erster Linie ein Alter. Viele befürchten, seine Kräfte könnten ihn schon bald verlassen. Aber er ist ein Pentagast. Seine Dynastie ist ausgesprochen mächtig in Nevarra. Wäre Cassandra verärgert, wenn wir ihm nicht helfen? Immerhin ist sie auch eine Pentagast. Bei allem Respekt für Sucherin Pentagast. Aber ihre politischen Interessen sind bestenfalls spärlich. Warum wendet sich der Herrscher von Tevinter gegen die Venatori? Er hat wenig Grund, sie zu mögen. Archon Redanus hat in Korypheus richtigerweise einen Rivalen ausgemacht. Nur wenige Monarchen finden Gefallen an einem selbsternannten Gott, der ihnen den Thron streitig macht. Erzählt mir alles über Redanus. Wie die meisten Herrscher Tevinters stammt er aus einer uralten Familie. Er ist politisch gewitzt und ein äußerst fähiger Magier. Außerdem kursiert das Gerücht, dass er eine Schwäche für Katzen hat. Toll. Wichtigste Information ever. aber wir werden Josephines Vorschlag mal annehmen. Sag dem Archon, die Inquisition wird Tevinter die Gefälligkeit erweisen, die Venatori an seiner Grenze auszulöschen. Sehr gut, Inquisitor. Wir lassen es ihn umgehend wissen. Guti. Es ist mir ein Vergnügen. Was ist das? Was seid ihr? Haben wir das eigentlich schon mal alles gestellt? Nö. Keine Lust gerade. Auf bald. So, ich möchte nämlich. Na, an den Kartentisch. Wir haben ja 2 neue Quests bekommen. Ich glaube, wir holen erst das Herz der Nymphen. Bevor wir dann Liliana treffen. So. So, Freunde. Dann gucken wir mal. Da unten ist schon die nächste. Ach du Schande, haben wir neue Sachen hier.
Ressourcen der armen Ebenen. Ressourcen der verrochenen Ödnis. Guti, was haben wir denn hier alles? Eine leidenschaftliche Appell. Es war interessant zu sehen, wie viel sich in Halam Shiral geändert hat. Und wie wenig. Madame Méprise gehört einfach zum Inventar. Hier wird die Sonne erkalten, als dass sie sich zur Ruhe setzt. Ich wurde kürzlich auf einen talentierten und findigen jungen Schmied aus Adalfels aufmerksam. Nachdem wir einander dank meiner Verbindung vorgestellt worden waren, handelte ich mit ihm den Verkauf seiner Waffenpläne an die Inquisition aus. Nun aber wurde ich von einem Adligen in Voldorma überboten, der eine Privatarmee unterhält. Ich möchte diese Pläne nicht verlieren. Können wir irgendwas tun? Ja, lassen wir mal Liliana schauen, was sie tun kann. Michelle durch Schimmels Ehre wiederherstellen, Stoffe sammeln, Elfenruinen untersuchen, die Folgen des Hochmuts. Elfenruinen untersuchen. Kontakte der Inquisition melden eine Gruppe von Elfen, die Ruinen des Smaragdkriegers untersucht. Selbige Ruinen könnten etwas mit den Smaragdrittern zu tun haben. Ich habe von verschiedenen interessierten Parteien im Winterpalast Rückfragen bezüglich eurer Abstammung erhalten. Andraste stehe mir bei. Meinetwegen könnt ihr diese Briefe gerne als Brennmaterial benutzen. Nein, gebt sie mir. Ich will wissen, wer sich nach unserem Kommandanten verzehrt. Wir können diese Informationen zu unserem Vorteil nutzen. Ich bin kein Köder! Sieht einfach nur hübsch aus. Selber Ruinen können etwas mit Smaragdrittern zu tun haben. Ein Orden elfischer Krieger, der schon vor dem Fall der Deis Bestand hat. Die dort zu findenden historischen Quellen wären für Dele von großem Wert. Es gab in letzter Zeit häufige Unruhen in den Smaragdwäldern. Wenn eine kleine Abordnung sich mit den Elfen Treff und ihnen Unterstützung bei ihrer Suche anböte, wäre dies eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit zwischen den Inquisitionen und den Dalish, das wiederum unseren Ansehen bei den Clans in Orlais stärken würde. Was tun wir denn da? Linden. Einige unserer Soldaten haben sich mit den Elfen Dianan Hanin getroffen, den elfischen Ruinen in den Smaragdwäldern. Ihr Anführer Taven möchte mit uns zusammenreisen, als Zeichen der Kooperation zwischen der Inquisition und seinem Clan. Allerdings sind einige seiner Gruppe strikt gegen unsere Anwesenheit und die Pläne der Inquisition. Unser Interesse an der Verbesserung der Beziehung zu den Dalish wäre viel überzeugender, wenn ihr einem persönlichen Treffen zustimmen würdet. Gut. Aber wir reisen noch nicht los, gut. Ich nehme Haus Al-Malara, deres Story hat seine Nachforschung mit dem Limit abgeschlossen und denkt, dass er auf eine Verbindung zwischen Korypheus und einem alten Magister namens Cephius aus dem Haus Al-Madaris gestunden ist. Das Ganze wird schwer zu beweisen sein und vielleicht zu nichts führen. Aber es ist durchaus bemerkenswert, dass das Haus Al-Madaris bis heute existiert. Allein die Behauptung, Korypheus und Cephius wären dieselbe Person, könnte in Tevinter einen Skandal auslösen, den die Familie gewiss mit allen Mitteln vermeiden möchte. Ja, ich denke mal, das wird eine Aufgabe für Josephine. So. Knallhart, logisch, wir. Die Annexion von Kirkwall. Pikante Verhandlung. Der Aufstand der Magier ist weitestgehend überstanden. Allerdings ist der Magier, mit dem alles begann, der die Kirche in Kirkwall zerstörte und die obersten Klerien Ethidnia sowie Dutzende unschuldige Gläubige ermordete, immer noch auf freiem Fuß. Der Fanatiker Anders muss der Gerechtigkeit zugefügt werden. Auch wenn er sich nicht mehr in der Stadt befindet, ist sie immer noch Heimat vieler seiner Bekannten. Ich habe deshalb entschieden, Kirkwall anzugreifen, um Anders zu finden. Leider ist die Annexion der Stadt durch Starkhaven angesichts der beträchtlichen Widerstandes nicht gelaufen wie geplant. Die Leute vergessen offenbar, dass ich das alles zum Wohle der Stadt und der freien Marsch tue. Als treuer Verbündeter der Inquisition erbitte ich Unterstützung für dieses Vorhaben, damit Kirkwall unter Kontrolle gebracht werden kann, bevor noch weitere Unschuldige mit Leidenschaft gezogen werden. Ja, dann. Inquisitor. So, dann reisen wir jetzt erstmal zu den erhabenen Ebenen. Schnellreise. Weiterziehen. So, wie sieht es mit den Karten denn hier aus? Gregloss, ne? Solus ist immer auch normal. Ich habe keine Ahnung. Ich frag gar nicht. Bestätigen. Dann reisen wir jetzt mal in die erhabenen Ebenen, holen da das Herz der Schneewiffen. Danach geht es dann zu dieser Kirche. Briala, habt ein Auge auf die Elfen in Halam Shiral. Nahezu niemand bemerkt, dass sie überhaupt anwesend sind. Ein Diener, der die Böden schrubbt,
ein Kellner, der die Gläser nachfüllt, Hilfsgärtner, die in den Rabatten, Unkrautjäten, Dienstmädchen und Kammerdiener, die Adlige einkleiden. Es gibt kein Zimmer und keine Nische oder Gasse, die derart ungestört wären, dass man dort nicht einen von ihnen finden würde. Und sie beobachten alles, sie sind organisiert. Das Gerücht, das ihr über eine Drahtzieherin gehört habt, die die Elfen anführt, ist kein Gerücht. Ich habe aber Berichte vorliegen, die besagen, dass diese Briella nicht nur Celens persönliche Spion und Meuchelmörderin war, sondern auch eine außergewöhnlich fähige Bardin ist. Für wen sie jetzt arbeitet, entzieht sich meiner Kenntnis. Sagt nichts, sie wird euch hören. Ein Teil der Botschaft, die von Emissären der Inquisition angefangen wurde. Ja. Die grauen Wächter. Nee, dann machen wir jetzt gleich erstmal die Kirche und danach machen wir das dann mit den Smaragdgräbern. Oder sollen wir... Nee, wir machen auch nicht das in der Wildnis, ne? Nee. Ich finde, wir gehen erstmal wirklich in die Frostgipfelgebirge. Das Frostgipfelgebirge. Der Quest dort nach. So, dürfen wir? Können wir? Wollen wir? Machen wir? So, da sind wir. Gut. Da bringen wir das Herz. Och nö, müssen wir wieder in den Sumpf rein, ne? Na, dann gehen wir erstmal zum Lager dort. So, nein. Welcher Weg war denn der richtige? Das. Achso, erstmal müssen wir hier durch. Und dann. Nein, da müssen wir doch nicht durch. Wie ihr seht, habe ich das jetzt schön eingefärbt. Einmal schön rot. Und dann noch so weiß. Bin ich jetzt doof? Muss ich da nicht lang? Doch da, klar, da ist ein Durchgang. Heps. So, dann geht's dann in die Ruinen und hier geht's doch zum Sumpf. Oder? Ich gehe mal so ein bisschen hin und her, weil da war ja ein Loch, wo man runterklettern konnte. Wo bin ich doch falsch gelaufen? Nee, sieht nicht aus. Dann wollen wir uns mal eine Schneewiffen schnappen. Den Drachen haben wir ja letztes Mal schon platt gemacht. Stopp! Mit dem. Yay! Finde ich immer schön, dass man auch so lilane Rüstung, also die man bekommen hat, umfärben kann. Platsch. Ein bisschen im Wasser rumspielen. So. Die Krähensümpfe. Na. Da ist noch ein bisschen Obsidian. Das sind Leute von uns. Okay. Gerade sagen, das sind Gegner. Oh, hier kann ich was beanspruchen. Meins. Meins. Und ich dachte, schlimmer kann's nicht werden. Was denn? Hier sind doch nur Gurgut. Ruhig, verdammte Axt. Gut, dann schnappe ich mir mal, was da übrig geblieben ist. Ein Wyvernherz. Mal ein Wyvern. Nur das halt ein Schneewyvern. Das machen wir ja gerade. Ach, guck mal.
Hallo. So. Dann drehen wir uns eine Runde. Na toll. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich denn plündern hier, mein lieber Gokuzene haben wir bekommen. So. Na, wo ist denn die Alter. Da! Das sieht aber wie ein Gurgut aus, nicht wie ein Wivern. Halt! Stopp, verdammt! Bam! Ein Elite-Vieh! Huch! Tonprobleme? Herz mal. Und da haben wir es. Wunderbar. So, das waren die erhabenen Ebenen. Jetzt gehen wir ins Valance-Kloster. Ins Valance. Und danach geht's dann in die Smaragd-Ebenen. Dass wir uns da mit unserem Volk treffen. Mit den Vertretern unseres Volkes. Ein kurzer Ladebildschirm. Ich bin schockiert. Muss ganz offen sagen. Ah, da. Hallo Valance. Es ist genau wie in meiner Erinnerung. Ihr habt mir gar nicht erzählt, dass ihr schon mal hier wart. Der Held von Ferelden und ich kamen nach der Verderbnis hierher, um Justinia zu besuchen. Damals war sie einfach Dorothea, eine ehrwürdige Mutter. Ich hatte nicht erwartet, dass es hier so verlassen ist. Das gefällt mir nicht. Es ist ein kleines Dorf und es ist noch zu früh für den Gesang. Ich bin mir sicher, die Schwestern sind hier irgendwo. Liliana, seid ihr das? Schwester Natalie, was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr wärt in Val Royeaux. Nein, seit Justinias Tod bin ich hier. An diesem Ort fühle ich mich als wäre sie noch immer bei uns. Inquisitor, das ist Natalie, eine enge Freundin. Moment mal, Inquisitor? Ihr bringt den Inquisitor hierher? Bitte verzeiht mir, Herr, dass ich euch nicht eher erkannt habe. Dafür werdet ihr Buße tun. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute, die mich nicht erkennen. Oh, ich verstehe. Hör zu, Natalie. Irgendetwas ist hier versteckt. Etwas, das mir Justinia hinterlassen hat. Oh, wirklich? Was ist es denn? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich bin neugierig darauf zu sehen, was uns alle hierher geführt hat. Justinias Brief enthielt Anweisungen für mich. Allerdings waren sie etwas kryptisch. Vergiss nie, dass der Glaube einem dürren Ast entsprang. Das Licht die Dunkelheit nicht fürchte. Meins? Und sie will mir damit gewiss etwas sagen. Also das heißt, das entweder ist es nicht Natalie oder Natalie hat Valiana verraten. Dann hat es Justinia angetan. Ja, natürlich. Wir würden niemals die Traditionen unserer geliebten Göttlichen aufgeben. Schön, das zu hören. So. Manchmal starre ich auf die Bresche. Sie ist schrecklich, aber auf ihre Weise auch schön. So. Sie ist wunderschön. Habt ihr sie schon bei Sonnenaufgang gesehen? Wenn die Sonne aufgeht, bricht sie das Licht in tausend Sonnen, wie ein zerborstener Spiegel. Ja, spektakulär, nicht wahr? Was war das? Wir scheinen etwas geöffnet zu haben. Bing, bing. Dam, dam, dam. Tada. Der Heilige Gral.
Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Hm? Die gute alte Liliane hat euch die ganze Zeit über nur etwas vorgespielt. Habt ihr das denn nicht bemerkt? An Freitagen wird hier niemals der Segen gesungen, Natalie. Es war etwas so Einfaches und ihr macht einen solchen Fehler. Ich wollte euch glauben, aber ihr habt von Anfang an gelogen. Haltet euren hübschen Mund ruhig geschlossen, wenn ihr wollt, meine Liebe. Ihr habt mir ohnehin schon alles verraten, was ich wissen musste. Die Dorngrasklätten an eurem Saum, euer Gerede über den Sonnenaufgang hinter der Bresche. Das alles weist auf einen Ort hin. Morel in den Dales. Die Bastion der obersten Klerikerin Victoire. Sie hat euch geschickt, nicht wahr? Victoire war schon immer eine Opportunistin. Victoire? Wer ist diese oberste Klerikerin? Ich habe noch nie von ihr gehört. Sie ist eine Klerikerin mit großer Erfahrung. Sie war nie einer Meinung mit Justinia, hat ihre Vorstellungen aber stets für sich behalten. Ich nehme an, jetzt, da Justinia tot ist, hielt sie ihre Zeit für gekommen. Ich will wissen, was diese oberste Klerikerin hier geplant hatte. Sie hat Natalie hierher geschickt, um herauszufinden, was Justinia versteckt hatte, nicht wahr? Die Inquisition ist schuld daran, dass sich Thedas von der wahren Kirche abwendet. Sie muss aufgehalten werden. Ihr wollt uns aufhalten? Das könnt ihr nicht ernst meinen. Mutter Victoire wird von vielen geliebt. Die Inquisition hat mehr Feinde, als euch bewusst ist. Und Victoire denkt, sie könnte sich mit ihnen verbünden? Wir müssen keine Feinde sein, Natalie. Ihr könntet mit uns kommen und euch der Inquisition anschließen. Ich bin dazu berufen, der obersten Klerikerin zu dienen. Ich werde sie nicht verraten. Dann tötet mich. Ich habe keine Angst, für meine Überzeugungen zu sterben. Ich zumindest weiß noch, woran ich glaube. Wir müssen sie nicht töten. Nein, ich muss die Inquisition schützen. Sie ist eine Feindin. Seht nur, was aus euch geworden ist. Die Rechtschaffenen treten dem Dunkel entgegen. Und der Erbauer wird bewegen. Liliana! Ach, verdammt, ernsthaft? Nein! Das kann es nicht sein. Hier ist nichts. Es ist nicht das, was ihr erwartet hattet. Das bedeutet aber nicht, dass es nichts ist. In den Deckel wurde eine Botschaft geritzt. Die linke Hand sollte ihre Bürde ablegen. Sie gibt mich frei. Der Einfluss der Göttlichen reicht weit, aber es ist stets ihre linke Hand, die für sie handelt. 1000 Lügen, 1000 Tode. Es waren ihre Befehle, aber es ist mein Gewissen, auf dem die Folgen lasten. Sie hat sich im Nichts entschuldigt. Sie sagte, sie habe euch im Stich gelassen. Das ist es, was sie damit gemeint hat. Justinia hatte die ganze Zeit über Angst, dass sie mich benutzt. So wie ich in der Vergangenheit benutzt wurde. Aber Marjolaines Spiele waren nur Kleinigkeiten. Justinia hat mit dem Schicksal von Nationen gespielt. Sie brauchte mich. Niemand sonst hätte tun können, was ich getan habe. Und das wusste sie auch. Dann müsst ihr es hinter euch lassen. Lasst sie hinter euch. Ihr seid ihr nichts mehr schuldig. Das denkt ihr? Jetzt? Nach allem, was ihr gesagt und getan habt? Ich habe bei Butler gezögert, ihr hingegen nicht. Ihr gabt mir den Glauben, sein Tod wäre die richtige Antwort. Und meine arme, teure Natalie. Ich nannte sie einst Schwester. Und doch konnte ich es nicht riskieren, sie am Leben zu lassen. Sagt mir nicht, ich solle das alles hinter mir lassen. Nicht nach allem, was ich geopfert habe, um hierher zu kommen. Justinia hat versucht, mich zu retten. Aber dadurch ist mir nur eines klar geworden. Ich muss nicht gerettet werden. Auf mich wartet Arbeit. Wir sehen uns in der Himmelsfeste. Liliana ist verbohrt. Sie kann keine Göttliche werden. Das wäre zu... Ach, jetzt können wir auch die Leichen plündern, überhaupt nicht.
Schlangenzunge durch. Ja. Hast du etwas vor, uns damit zu töten? Warum? Warum hat sie... Ey, sie musste doch nicht sterben. So, Smarkgräbern. Grab der Ritter. Finde das Grab. Ne, Seufzern. Quest. Na gut, da. Ansehen. Wo sind die Gräber? Da. Dann reisen wir mal los. War das mit Liliana jetzt ein Fehler? Also ich empfinde das jetzt nicht als Fehler so gesehen, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Bin ich zumindest der Meinung, wenn ich offen ehrlich bin. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Liliana kann keine göttliche werden, sorry. Aber dafür ist sie zu verbohrt. Aber Leute, ich würde mal sagen, wir beenden das für heute hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.